Hier sehen wir die Frau, die einen französischen Präsidenten mit Oralverkehr umgebracht hat. Marguerite Steinheil war eine Frau, die ein recht interessantes Leben führte. Sie war eine Gesellschaftsdame, die für ihre zahlreichen Affären mit sehr prominenten französischen Männern um die Jahrhundertwende berühmt wurde. Sie war in internationale politische Skandale verwickelt und versuchte unter anderem, ihrem Diener die brutalen Morde an ihrem Ehemann und ihrer Mutter anzuhängen. Ein Verbrechen, für das sie schwer belastet, aber nie verurteilt wurde. Wirklich berüchtigt wurde sie jedoch durch ihre Beziehung zu Félix Faure, dem 7. Präsidenten Frankreichs. Steinheil wurde Faure bei einem gesellschaftlichen Ereignis vorgestellt und wurde schnell seine Geliebte. Sie besuchte oft sein Büro im Élysée-Palast und verschwand mit ihm in seinen Privatgemächern. Eines Tages läutete Steinheil nach einem Besuch im Palast dringend nach den Bediensteten, die eintraten und Steinheil vorfanden, die ihre Kleidung gerade in Ordnung brachte, während Faure auf dem Sofa einen Anfall erlitt. Wenige Stunden später war er tot. Es wurde bekannt, dass Steinheil Oralverkehr mit Faure gehabt hatte, als dieser einen tödlichen Schlaganfall erlitt.